Hallo und herzlich willkommen zurück bei T-Forestos. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal das Feuer ist inzwischen aus. Unsere Freunde sind einfach gegangen. Ich habe auch letzten Endscreen, daran merkt man das schon, ob die angreifen oder nicht. Wenn ich im Endscreen mich kurz halte, dann höre ich immer irgendwas ranlaufen. Und wenn ich immer lang quatsche, dann ist es einigermaßen safe. So, Raw Fish haben wir nur noch wenige. Warum? Ich muss mal wieder in die Fluten springen und mir mal wieder ein bisschen Fisch orgen. Und dann wollen wir... Scheiße, ich kann nicht rennen. Wie können die mich nicht gesehen haben? Das sind zwei Patrouillen, die gerade aufeinander prallen und genau neben... Alter. Die sehen das Feuer nicht. Oh nein, wir haben wieder Molly genommen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin im Wasser. Hör auf. Ich glaube zu brennen. Ich bin im Wasser, Alter. Boah, das mit den Mollys ist aber echt noch ein bisschen schäbig, dass man die nicht einfach wegwechseln kann. Boah, ich erschrecke mich da jedes Mal. Hey, Fische. Wollte doch gerade einen Fisch essen. So, verjagt haben wir die offensichtlich. Ich weiß nur nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ob die jetzt ihre Kollegen holen, die da gerade noch waren. Ja, toll. Der Fisch ist weg. Also das mit dem Wechseln bei den Mollys. Hast du gesehen, wie der Rad runtergesprungen ist? Krasser Bastard. Okay, der hampelt da gerade ein bisschen rum. Ich weiß nicht, was der macht. Ich glaube, der craftet da gerade wieder so ein Ding hin. So ein Warnding. Jetzt sieht man auch mal einigermaßen aus der Nähe, wie das aussieht, wenn er sowas dahin bastelt. Mist. Drei Stück sind das. Wir könnten theoretisch einen Molly reinwerfen, aber ganz ehrlich. Das mit den Mollys ist noch suboptimal, zumindest beim Wechseln. Die sehen mich auch gar nicht, ne? Ach, der hat gefressen, glaube ich, an seinem toten Kumpel. So, haut der jetzt ab oder rennt der nur rum? Einer ist noch geblieben. Jetzt wurden wir gesehen. Die holt wahrscheinlich auch erstmal ihren Kumpel. Ey, schon mal ein Bruder. Und dann gibt's aufs Maul. Hey, da ist wieder ein lustiger Typ mit dem Schuh auf dem Kopf. Na, Oma? Da rennt sie wieder weg. Da oben latscht noch einer rum. Kommt die wieder? Da kommt sie wieder angerannt. Ich glaube, die kriegt Kilometergeld. So, da hängt sie jetzt mit ihrem Kumpel. Der heißt Jens. Das ist ein Kumpel von ihr. Den hat sie jetzt geholt. Der ist fürs Grobe mal zuständig. Deswegen heißt er auch Jens fürs Grobe. Hey Jens! Jens! Jens fürs Grobe haut ab. Was macht der denn da immer? Alter, willst du mich verarschen? Die stehen da den ganzen Tag rum. Ich höre das Pling-Ploing ganz in Entfernung. Sie hat uns also gesehen. Checkt es aber nicht ganz. Rennt erstmal wieder weg. Jens fürs Grobe hinterher. Jetzt rennen sie auf den Berg und springen bestimmt gleich wieder runter. Ne, er rennt ganz woanders hin. Sie rennt einmal um den Berg. Oben links müsste sie gleich wieder runterkommen. Oder sie rennt wieder zurück. Ich weiß es nicht. Jens fürs Grobe latscht da hinten rum.
Da kommt die nächste Patrouille. Jens fürs Grobe holt die Patrouille. Rennt an der Patrouille vorbei. Da kommen die beiden wieder angelaufen. Sie springt, er hinterher. Ach, es ist doch... Es ist wie bei den Paralympics ein bisschen. Er hockt sich wieder hin und frisst. Ich glaube, die wollen einfach nicht gegen uns kämpfen. Die haben zu zweit einfach Schiss, natürlich. Das verstehe ich sehr gut. Jetzt kommt da hinten die nächste Patrouille runter. Ich kauer mich hier an meinem kargen Lagerfeuer. So, chillen die jetzt zusammen oder? Zwei gehen, alle drei gehen. Möwe fliegt durchs Bild. Okay, Patrouille geht. Jens fürs Grobe speist, glaube ich, immer noch. Sie sieht und rennt. Er checkt nix, sieht. Jens fürs Grobe rennt auch. Sie springt wieder in den Berg hinein. Sie ist gerade in den Berg gesprungen. Jens fürs Grobe läuft nach links. Man könnte meinen, die haben Angst vor uns. Jetzt rennt er wieder zurück. Ich glaube aber eher, die sind verbuggt. Jens fürs Grobe sieht uns. Flucht. Nein, er breakt wieder. Jens fürs Grobe nimmt wieder Reis aus. Ich glaube, ich möchte mal... Wir haben zwar die Flare Gun nicht mehr, aber weißt du, was ich mal machen möchte? So, ja, ist er hier. Hallo? Hallo? Okay, ich kann momentan die Leiter, glaube ich... Doch, kann ich benutzen. Beim Schwimmen kann ich das Feuerzeug benutzen, das ist ganz gut. Toupé. Jetzt würde ich gerade die Coupé-Melodie und Touché sagen, weil da gerade Touché stand, dann kam ich auf Toupé. Toupé, das aktuelle Magazin. So, offenbar werden wir hier nicht erwartet in der Höhle. Weißt du was, wir haben zwei Mollys übrig, die benutzen wir jetzt auch. Hey! Oh. Das ging relativ flott. Gut, dass das Wasser so brennt hier. Von wegen relativ flott. So, jetzt aber schnell wechseln. Alter, ich hatte noch keinen Molly mehr. Du kleiner Drecksack. Das darf doch nicht wahr sein. Dass man im Pausemenü immer am Wechseln ist, das finde ich sehr merkwürdig. Okay, Covered and Blood, die sind alle tot. Zumindest hoffe ich, dass alle tot sind. Ich weiß es nicht genau. Geld, geil. So, hier wäre auch eine schöne Location, um sich einen Unterschlupf zu bauen. Es ist nur ein bisschen dunkel. Warum haben die denn so viel Geld gebunkert hier? Das verstehe ich nicht. Der reflektiert irgendwas. Ich weiß, ich könnte die Taschenlampe nehmen, aber ich bin wie immer sehr sparsam mit der Taschenlampe. Ich weiß selber nicht warum. So, ein bisschen Closing. Fear and Clothing in Las Vegas. Und da habe ich gerade einen versperrten Durchgang gesehen, wo wir vielleicht nicht unbedingt hin sollten, aber natürlich gleich mal nachschauen. Ein Köfferle. So, ohne Feuerzeug gehe ich hier keinen Meter. Ja, doch, ich habe den Timer diesmal nicht vergessen anzumachen. Da geht's nach oben. Da wollen wir nicht unbedingt hin. Hier haben wir jetzt alles abgesucht. Gibt's hier noch irgendwas? Die Koffer sind offen. Nee, die Koffer sind nicht alle offen.
Taschenlampe gibt's auch gleich gratis dazu. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, hier ist der Ausgang, wo die Füße drüber hängen. Kann man die Beine in die Hand nehmen. Der sieht zu aus, ne? So, scheiße. Ohne Rüstung da rein ist natürlich auch eine gute Idee. Seufz. So, die Tennisbälle sind, eine Axt in einem Unterkörper, der doch eigentlich modern ist. Sind das Füße oder Schuhe? Schuhe, zum Glück. Okay, so eine formschöne Axt haben wir zum Glück, ja? Das Problem ist nur, ich glaube, wir werden hier auch nicht lange alleine bleiben. Und die Herren hängen die doch auch so gerne an der Decke. Da unten sehe ich Licht, sich bewegendes Licht, und wir wissen alle, was das heißt. Da steht eine Gruppe Eingeborener. Wir haben momentan keine Energie, nur Hunger. Wir kommen später wieder. Es wäre dumm, da jetzt hinzugehen. Wir können eigentlich ein Lagerfeuer hier irgendwo machen. Das geht. Trotzdem würde ich gerne vorher noch die Rüstung aufrüsten, sozusagen. So, Mollys können wir jederzeit bauen. Ich hoffe nur, die Eingeborenen hier drin bleiben auch tot. Stay down! Das wäre, ja, das wäre blöd, wenn es nicht so wäre. So, wir kommen später wieder. Wir gehen erstmal kurz einen Happen essen. Die Kerzen würde ich gerne mitnehmen. Wieso kann man die Kerzen nicht mitnehmen? Das wäre doch super praktisch, statt diesem scheiß Feuerzeug immer. Hat ja auch nicht unendlich Gas, so ein Ding. Vielleicht ist Jens fürs Grobe ja noch da. Komisch, dass hier aussieht. Scheint hier jemand rein? Die Sonne. Außerdem ist der Eingang ganz komisch gemacht. So, Jens fürs Grobe ist weg. Kann aber trotzdem noch in der Nähe sein. Wir sind ein bisschen vorsichtig. Jetzt waren wir mal in der Höhle. Da müssen wir noch ein bisschen durchräumen. Da hätte ich echt gerne die Flairgun wieder. Vielleicht fahren wir dafür doch mal ganz kurz aufs Schiffchen rüber. Pass auf, ich mache jetzt mal Folgendes. Das letzte Karnickel haue ich mir auf den Grill. Wir können ja Fische und so können wir wieder fangen. Wir waren so schön ausgerüstet, jetzt ist alles weg. Und dauern diese Molotovs, diese Buggy-Molotovs, das ist echt scheiße, wenn man die Waffe wechselt von Molotovs weg, dass man dann immer erstmal sich selber einen auf den Fuß wirft. Ich raffet nicht, Junge, ich raffet nicht. Voll das Survival-Spiel. Molotow! Ja, naja. So, können wir essen? Wir können essen. Ich gehe nochmal ganz kurz, wo sind denn die Fische? Da sind Fische. Pass auf, wir fangen erstmal ein paar Fische, dann haben wir wieder ein bisschen Nahrung auf Vorrat. Wir können natürlich auch Hasen und Lurche, fangen wir natürlich auch bald wieder. Müssen wir sogar, denn wir haben keine... Scheiße. Denn wir haben keine Scheiße. Nein, denn wir haben keine... Alter! Heute ist nicht mein Tag. Sonst klappt das immer super. Immer gleich beim ersten Mal. Schick, Treffer. So. Ihr kleinen, wieselflinken Fischi. Can't carry any more raw fish. Ich glaube, jetzt kann man nur noch 3 tragen. Keine 5 mehr. Schade. Was ist das denn da links? Ich habe da lauter Fische im Overlay. Bei mir sind auf der linken Seite Fische. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Jetzt sind sie weg. Okay. So, hier können wir momentan ja sowieso nichts machen. Vielleicht sollte ich mal schlafen bis zum nächsten Morgen, damit es wieder hell wird. Wir haben jetzt nicht wirklich viel gemacht, gerade außer die Höhle erforscht.
Hat uns nicht weitergebracht, aber dafür hat man Spaß mit Jens und seiner Freundin. War hier nicht irgendwo unser Mini-Shelter? Ich muss mal gerade gegen das Licht gucken, ob ich das hier... Da ist es. So, ich hoffe, das sieht hier keiner. Ich gehe mal ganz kurz pennen. Ich hoffe, wir werden hier nicht entdeckt. Hallo, pennen? Wir gehen hier mal... Jetzt gehen wir pennen. Okay, dem Himmel nach zuvor... Ist es Nacht oder Tag? Es müsste Nacht sein gerade. Das heißt, wo ist das... Wo ist das... Da ist das Zelt. Gute Nacht. So, jetzt wird es gerade wieder Tag. Das heißt, wir können ein bisschen zurückgehen. Ich sehe hier... Ich sehe gar nichts. Abends und bei Tagesanbruch sehe ich nichts. Wir wackeln auf unebenem Grund herum. Das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft. Wir haben momentan keine Basis, keinen Schutz, kein gar nichts. Was liegt denn da? Ach. Können wir uns wieder schön Mollys basteln. Oh, Molly. So, die Bäumstämme... Ich hoffe nicht, dass die Baumstämme alle weg sind. Weil wir in die Höhle gegangen sind. Das wäre natürlich richtig blöd. Ich glaube, die Baumstämme sind alle weg, weil wir in die Höhle gegangen sind. Dann lädt er immer so einen neuen Teilbereich. Ja, Baumstämme alle weg. Huch. Er ist noch ein bisschen blöd. Dass die Höhlen, dass er bei den Höhlen mal neu laden muss, das verstehe ich nicht. Warum das nicht seamless integriert wurde, sozusagen. Das ist mir ein kleines Rätsel. Deswegen sind bestimmt auch Jens und seine Freundin fort. So, unabhängig davon, wir basteln die Lockholder zuerst mal zusammen, zu Ende. Jetzt sind die ganzen Baumstämme weg, die wir umgeholzt haben. Genau das wollten wir damit vermeiden, aber naja, was willst du machen? Ist halt Alpha. Ist eine Alfalfa-Version. So, ich sehe momentan nicht so viel. Sind die Bäume auch alle wieder da? Weiß ich gar nicht. Da kommen sie wieder. Na super. Weißt du was? Ich latsche mal ein bisschen weiter. Ich wollte ja noch da hinten latschen, sie auch wieder gerade. Hey, ein Strand mit lauter Koffern. Ich glaube, hier waren wir hier schon? Ich glaube, wir haben hier schon alles, genau, hier haben wir schon alles geöffnet, wie es aussieht. Ich will zumindest aber nochmal zum Boot rüber und da mal die Sachen holen. Dann haben wir das auch mal gemacht. Was liegt da? Geld. Ein Stein. Geld. Dann können wir hier wieder Flaschen sammeln, dann können wir hier fröhlich Mollys machen. Die wir uns dann wieder auf den Fuß fallen lassen. So, das Boot hier ist weg, weil es woanders jetzt liegt. Erwähnt ich ja bereits, seit dem letzten Patch spawnt das Boot random. Und das soll übrigens mit allem Möglichen so gemacht werden. Da laufen sie gerade hinten am Horizont. Das soll mit allem Möglichen so gemacht werden, dass die Sachen einfach nur noch random spawnen. Ich will den scheiß Tennisball nicht nehmen. Okay, offenbar haben wir wieder neue Koffer am Land. So, die Eingeborenen sind weg. Ich würde sagen... Hier, das Kofferchen nehmen wir noch mit. Aber dann... Das Kofferchen nehmen wir auch noch mit. Halt! Aber dann gehen wir wirklich mal zum Boot da drüben. Snickers gibt's auch. Ah!
schlagen die immer noch auf mich drauf, die Drecksäcke. Mit einem einzigen Schlag hat er mich weggemacht. Macht mich sauer! Sauer! Mit einem Schlag macht er mich weg? Mit einem einzigen Schlag? Sauer! Warum sind die so mega stark geworden? Die alte letzte Mal hat uns auch mit einem Schlag Schelle gegeben, weggeflogen. Das kann doch nicht wahr sein. Sauer! Da dürfen wir ja gar nicht mehr in den Nahkampf gehen, wenn die einfach, die machen so und dann bist du tot. Ich verstehe nicht. Ist mir auch Rätsel. Okay. Ladebildschirm. Ah, loading may take a moment. Ah, oh, ja, ist schon sehr spät, sehr, sehr spät. Ja, ja. Loading may take a moment. Ich wollte eigentlich, Nase juckt, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich jetzt einfach ganz easy aufs Bötchen rüber. Dann wollte ich ein paar Sachen schnappen vom Boot, vielleicht eine Flare Gun. Und dann wollte ich ein bisschen über die Insel laufen. Hallo, 17 Frames. Was ist denn jetzt los? Hungry. Okay, es ist, glaube ich, es ist nachts. Vielleicht schlafen wir doch nochmal eine Runde. Wenn ich wüsste, wo. Hallo? Hä? Was ist das? Jetzt sind alle Sachen wieder da? Ich verstehe nicht. Ah, hier ist unser Hütchen. Okay. Schön, da können wir beliebig oft aufsammeln. Ich schlafe nochmal ganz kurz, damit es morgens wird. Es ist morgens. Und wie es aussieht, ist der ganze Strand voll Sachen, die wir mitnehmen können. Das hat man so zum Glück noch gar nicht. Ich laufe jetzt aber nicht. Soll ich jetzt wieder alle Sachen mitnehmen? Ich muss ja eigentlich, es ist ja Survival. Ich meine, man sieht momentan sowieso nichts außer diese aufblinkenden Schatten hier und da. Wurde sich übrigens gewünscht von den Spielern, dass dieses Weißblinken verschwindet oder weggemacht wird oder dass es eine Option gibt dass es eine Option gibt, mit der dieses weiße Aufblinken geändert wird, weil das halt so unrealistisch ist und es stört natürlich auch ein bisschen das Spielgefühl, wenn hier ständig überall alles weiß blinkt, vor allen Dingen 30 Milliarden Baumstämme, Äste, Steine, alles Mögliche. Tja, Rüstung haben wir keine. Da sollten wir mal gucken, dass wir die wieder zurückkriegen. Hier ist das Zelt. Eingeborene sind keine da. Hier kriegen wir noch Medizin, die wir ja sehr oft brauchen auch. Was immer das war. Ich glaube eine Flare, ich bin mir nicht sicher. So, wenn wir irgendwas brauchen, einfach speichern, laden, dann ist offenbar alles wieder da. Das ist natürlich sehr praktisch. So, la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 . Ich will jetzt aber nicht den ganzen Strand absammeln. Ich würde am liebsten... Weißt du was? Ich schwimme jetzt schon mal... Wo ist das Boot? Oder sind wir zu weit im Norden? So, hier ist unser Feuerchen. Ich zünd das mal an. Eigentlich müssten die kleinen Feuer doch nach einem Mal verschwinden, oder? Normalerweise, so hieß es doch, dass nur die großen öfter zu sehen sind. Haben wir Fische dabei? Wir haben Fische dabei, aber sonst nichts mehr. Okay. Wir gehen also, bevor wir weiterziehen, gehen wir noch auf die Jagd. Wir brauchen noch ein bisschen Rüstung und so weiter und so fort. Das Boot. Ich glaube, das Boot ist weg. Ich bin mir nicht sicher. Ich schmolle wieder. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist das Boot weg. Jetzt habe ich gerade gesagt, komm, wir gehen nochmal aufs Boot. Scheiße, okay. Ich mache uns eben was zu fressen, zu speisen, zu dinieren. Wir dinieren gleich einen edlen Lachs und dann... Naja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Nee, wie ärgerlich. Irgendwo muss das Boot ja sein. Wir werden das auf jeden Fall noch finden. Ich mache mich da jetzt nicht so verrückt. Wie gesagt, ist eine Alpha. Wenn beim Laden das Boot eben verschwindet, gut. Dann soll das Boot eben seinen Willen haben. Hauptsache, wir sterben nicht nochmal. Hauptsache...
kein Jens in der Nähe. So, den Fisch holen wir uns auch gleich wieder. Dann holen wir uns noch einen Karnickel. Wir holen uns noch ein paar Lurche für die Rüstung. Und dann gehen wir mal wieder ein bisschen weiter. Jetzt haben wir hier die Höhle, haben wir ein bisschen angeschaut. Ich würde am liebsten noch ein bisschen weiter in die Höhle rein, ehrlich gesagt. Aber ohne so eine Flare-Gun könnte das schon recht arg werden. Oder ohne genug Rüstung. Wir brauchen auf jeden Fall 10 Lurche. Um das alles hinzukriegen. Huch. So, ich glaube, 3 Fische mehr geht sowieso nicht. Haben wir sonst noch irgendwas drin? Nee. Das Boot einfach weg. Vielleicht ist es auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht genau. Ich wechsle mal wieder auf die... auf die Axt. Dann gehen wir mal kurz nach drüben. Ich hoffe, jetzt kriegen wir keinen Besuch. Zumindest nicht so schnell. So, die Baumstumpen sind auf jeden Fall noch da. Aber alles andere, die Baumdinger sind weg. Das, was wir gefällt haben, ist weg. Nur die Stumpen sind noch da. Hm, schöne Scheiße. Dann baue ich die Lockholder auch später fertig. Dann brauchen wir das nicht jetzt machen. Natürlich kommen da hinten die Eingeborenen wieder. Psst, diesmal nicht. Jetzt basteln die da wieder irgendwas oder setzen sich da hin oder warten wieder auf irgendwas. Das sind noch welche. Alter. Das sind 3 Gruppen. Oh, Medizin. Alter, das ist alles voll mit denen. Ich will die Flare Gun. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn wir die ganze Zeit hier rückwärts gehen. Ich sag ja, der Ort war nicht unbedingt der beste, um da oben ein Häuschen zu bauen. Da oben kommt auch gerade noch eine Gruppe runter. Wie viel sind denn das? Das müssen 15 Stück sein. Das sind 3 Gruppen auf der linken Seite oder 4. Und noch eine weitere 4er-Gruppe kommt gerade runter. Jetzt stehen die da alle und machen Picknick. Schöne Scheiße. Ich kann doch nicht außen rumgehen, weil die gleich wieder in den Wald latschen. Was mache ich denn? Kann so lange wieder sammeln gehen, das geht natürlich, aber ich muss da vorbei. Und nach dem Laden sind sie alle wieder fit. Auch alle, die wir weggeschossen haben, wahrscheinlich auch die aus der Höhle. Sind wahrscheinlich auch alle wieder da. Nur unser Inventar natürlich nicht. Scheiße. Da latschen sie. Jetzt wird's dreckig, Freunde. Ich glaube, jetzt wird's dreckig. Und vor allem, die sollten noch tagsüber, sollten die nicht so viele Patrouillen machen. Es sei denn, man wurde entdeckt. Die latschen, glaube ich, da rum, wo wir unsere Sachen hinbauen wollen. So. Ich sammle hier mal wieder ein bisschen auf. Also es kann durchaus sein, dass die uns entdeckt haben. Das kann durchaus sein, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, was der jetzt bei diesem Spielstand geladen hat und was nicht. Das ist mir ein Rätsel. Mal wieder. Wir nehmen trotzdem mal brav alles mit. Hä? Warum liegt hier... warum liegt denn da ein Speer rum? Und wie ich sehe, war man sehr eifrig, hat hier auch was hingebaut. Ich glaube, die wollen uns hier nicht unbedingt haben. Komisch, verstehe ich gar nicht. Okay, wir versuchen mal unser Glück. Ich hoffe, die sind jetzt nicht da oben beim Bäumchen.
Vielleicht gehen wir mal lieber durch die Talsenke, aber da haben wir das Problem, dass da natürlich der Wald direkt angrenzt. Ich freue mich schon auf das Update, das kommt bestimmt auch, wenn die ganzen Angeborenen, wenn die ganzen Eingeborenen anfangen, nur noch in den Wipfeln der Bäume rumzuhechten, von einem Baum zum nächsten, und man die gar nicht mehr sieht, da hinten, da hängen sie. Die machen da irgendwas, ich weiß aber nicht was, ich versuche mal hier vorbeizulatschen, ohne dass die mich bemerken. So, da drüben ist es zum Glück relativ leer. Auch da kein Boot. Es tut mir leid. Ich wollte dahin. Aber die haben mich einfach nicht gelassen und dann war das Boot weg. Auf Ema. So, ich sammle den ganzen Sheet wieder ein. Einfach nur aus Prinzip. Hier waren wir ja eh schon mal. Da hinten gehe ich gar nicht erst hin. Das lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Wahrscheinlich muss ich ja gleich hinrennen, wenn die mich doch wieder entdecken. Weil die Herren durch den Fels sehen können. Niemand? Niemand. So. Na. Ich frage mich, ob die Tennisbälle dazu dienen, nicht nur um die abzulenken, sondern so ein bisschen auch als Gottheiten, hallo, gesehen werden können. Wieso habe ich jetzt einen Stein aufgenommen? Hallo, Grafikfehler. So. Tennisbälle sind echt jetzt. Wieso war da gerade... Was macht denn der Tennisball? Okay, wenn Eingeborene kommen, ich nehme gleich meinen Tennisball. Wenn Eingeborene kommen, dann schmeiße ich den da mal hin. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So, ich sammle hier alles ein. Wir sind mal ein bisschen vorsichtiger als vorher vielleicht. Vielleicht ist man auch wieder zu übermütig geworden. Und jetzt sind die alle so stark geworden. Da hinten laufen sie. Werf mal den Tennisball hier gegen die Felswand. Mal gucken, was passiert. Ah. So. Und wir haben langsam wieder Hunger. Ich gucke jetzt einfach nur mal, dass die Eingeborenen abhauen. Da latschen sie gerade. Hase juckt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht warum, aber nur wenn die Webcam an ist. Sonst nie. Oder sonst merkt man es nicht. Ich weiß es nicht genau. So, da halten sie Ausschau gerade. Aber sehen dürften sie mich ja nicht. So, und irgendwas haben die Hände gegen den Koffer. Na! Ah. Jetzt wieder auf die Axt. Das ist auch... Ich wünschte, man könnte sich die Items auch auf Shortcuts legen. 1 bis 9. Und ich wünschte, man könnte Tennisbälle einfach nicht mitnehmen. Das wäre schon mal... Da wäre die Folge wahrscheinlich um die Hälfte kürzer gerade. So. Warum liegen denn hier so viele? Hier liegt einer und da liegt doch auch einer. Oder ist das derselbe? Ist, glaube ich, derselbe. Okay, habe ich falsch gesehen. Auf jeden Fall liegen hier relativ viele. Und alle Koffer sind geschlossen. Die waren vorher war die Hälfte offen zumindest. Jetzt sind alle Koffer wieder geschlossen, als ob der hier resettet hätte. Ich möchte fast zurückgehen zu unserer alten Behausung und mal gucken, was mit den Bauplanhäusern ist. Ob die noch... Obwohl doch, die müssten noch stehen, weil wir haben ja hier auch wieder die Baupläne. Noch stehen. Seufz. So, ich sammle erstmal heimlich alles ein. Medizin und Klos. Klos brauchen wir vor allen Dingen natürlich für ein Hausboot. So. Ich traue mich nicht nach oben zu gucken. Hallo?
Nimm dir eine kleine Freiheitsstatue mit im Koffer. Ein Hemd, aber eine kleine Freiheitsstatue mit im Koffer. Na, großartig. Da sitzen die ganzen Möwen. Ich wollte mich auf jeden Fall noch ausrüsten. Wir brauchen noch Hasen und wir brauchen noch Lurch. Lachs haben wir uns schon geholt, aber wie ich sehe, haben wir wieder Hunger. Das heißt, wir müssen uns erstmal ausrüsten, bevor wir weiterziehen. Machen wir das auch erstmal. Nachdem wir hier den ganzen Strand eingesackt haben, was, glaube ich, genau jetzt passiert ist. So, Sachen haben wir alle... Das war eine Möwe, ne? Oh, Alter. Sachen haben wir alle mitgenommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz... Ich hoffe... Nur ein Baum. Ich werde langsam echt paranoid jetzt. Wo man gewone-hittet wird, da wird man doch ein bisschen vorsichtiger. Es geht also nicht... Ja, ja, ist ja gut. Action ist schön und gut, aber es geht nicht, dass man einfach so mitten in die Bresche springt zwischen drei Einwohner und da Action macht. Das geht nicht. Ja, die sind immer da. Ganz schwierige Stelle haben wir hier. Ganz schwierige Stelle. So, hier gibt es doch auch Lurche und so, ne? Einfach gut. So ein Lurch, der schmeckt doch einfach gut. Warum habe ich jetzt den Stein aktiviert? Ich weiß es einfach nicht. Es ist mir ein Rätsel. So, Lurch? Ach nein, wir haben geladen. Oh nö, bitte sag nicht, dass es nichts mehr zu essen gibt jetzt wieder. Kein Hase und kein Lurch. Nichts davon, nichts, nur Vögel. Seufzt, wir haben keine andere Wahl. Wir werden wahrscheinlich speichern müssen. Und dann nochmal probieren zu laden, solange bis wir wieder Lurch und Hasen haben. Das ist momentan ein Bug in diesem Update. Ich weiß nicht warum. Ich kann leider da vorne kein Camp bauen, weil ich möchte nicht riskieren, dass wir aufwachen und plötzlich von Eingeborenen umzingelt sind. Das hier ist schon riskant genug. Weil das kann ganz schnell passieren. Die kommen ja auch nachts. So, ich gehe mal schlafen gerade. Ich will gar nicht schlafen gehen. Wir müssen aber leider. So, dann gehe ich nochmal schlafen. Und dann muss ich leider laden. Das Problem ist, wenn wir jetzt wieder laden, kann es sein, dass alles wieder vorrätig ist, dass alle Koffer wieder zu sind. Ich weiß es nicht genau. Aber ich werde dann nicht alles aufsammeln. Das ist mir dann auch irgendwann zu anstrengend, weil ich würde gerne was von der Insel sehen und vom Spiel und nicht dauernd nur am Sammeln rumlaufen. Wir brauchen unbedingt Lurche für die Rüstung. Sonst können wir knicken. Knicken können wir. Weil, hast du ja gesehen, wenn man gewone-hittet wird, dann macht das Spiel nur noch die Hälfte Spaß irgendwie, weil ist halt doof, immer sterben ist doof. Generell sterben will man selten. So, es ist Nacht, wir gehen direkt nochmal pennen. Hat er super gespeichert und jetzt wird es langsam Tag. Wir müssen aber trotzdem mit dem L. Ist jetzt auch egal, ob er... Ne, ist nicht... Ja, und es ist alles wieder da. Das ist natürlich ganz toll für unser Inventar, aber leider ist es ganz blöd, weil wir wollen ja nicht alles aufsammeln. Und ich kenne mich, ich muss immer alles aufsammeln, aber ich werde jetzt nicht den ganzen Strand leer räumen, sondern nur das mitnehmen, was auf dem Weg sowieso liegt. Oh, liegt alles auf dem Weg. Ich hoffe nur, hier laufen keine Eingeborenen rum. Und ich hoffe, es raschelt hier gleich ein bisschen. Möwe. Mist. Eine Möwe. Da sitzen Möwen. Aber ich sehe weder Lurch noch irgendwas anderes.
Tut mir leid. Wir haben leider keine andere Wahl. Wir müssen das tun. Ansonsten beende ich gleich die Folge und dann versuche ich mal, wenn das jetzt nicht geladen hat, also wenn jetzt keine Vögel und Lurche da sind, keine Hasen und Lurche da sind, beende ich mal die Folge und sorge dafür, dass in der nächsten Folge wieder alles kreucht und fleucht. Dann lade ich so oft, bis es funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, weil so hat das ja momentan keinen Sinn. Weil den Ladebildschirm anschauen, boah, ist schon high-class natürlich ein bisschen. Das ist so Next-Generation-Graphics sozusagen. Ah, es könnte ruhig Dingens bleiben. Weißt du was, ich nehme das ganze Gelumpe nehme ich jetzt auch nicht mit. Das lohnt sich überhaupt nicht, jetzt alles aufzusammeln, solange wir nicht wissen, ob wir diesen Spielstand überhaupt nutzen können. So, pling, ploing, ploing, pling, tot. Vögel? Das letzte Mal musste ich übrigens, ich glaube, 5-mal laden, bevor ich diese Aufnahme angefangen habe, damit dann wieder Karnickel und Lurche da waren. Nur damit du weißt, dass ich die Aufnahme gleich abbrechen werde, um dir das zu ersparen. Ja. Es sieht ein bisschen karg aus. Achso, hat gerade geraschelt, aber das sind die Vögel. Okay. Ich dachte schon, entweder bin ich blind oder ich sehe es nicht. Keine Ahnung, ich sehe hier jedenfalls momentan nichts Essbares rumlaufen. Vegan ernähren geht nicht. Das heißt, wir können keine Büsche essen. Also wir können natürlich Beeren. Es gibt ja den Veggie-Mode, gibt es ja, also den Vegan-Mode. Aber sich nur von Beeren zu ernähren, würde es mir erschweren. Ich will euch nicht belehren. Doch mit Tieren will ich verkehren? Nein. Tiere will ich verzehren. So rum wird ein... Naja. Was willst du machen? Hallo, Endscreen. Ja, tut mir sehr leid, dass wir jetzt nicht weitermachen konnten. Das war jetzt... Obwohl, wir sind ja schon über 40 Minuten. Ich habe den Timer überhaupt nicht im Blick. Leider hat es in dieser Folge so überhaupt nicht geklappt. Und diese One-Hit-Wonder, also immer so One-Hit getroffen zu werden, ist dann auf Dauer auch irgendwie blöd. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder Rüstung kriegen, dass wir wieder einen vollen Bauch kriegen. Das heißt, wir müssen 5-mal laden, bis wir weiterspielen können. Das verzögert das Ganze natürlich ein bisschen. Und ich frage mich, ob das mit diesen One-Hits, ob das ein Bug ist oder gewollt. Weil ganz ehrlich, selbst wenn es, also wenn es gewollt ist, finde ich es ein bisschen übertrieben, selbst für ein Survival-Game. Also wenigstens 2 Schläge sollte man aushalten können. 3 vielleicht noch besser, 4 wären realistischer. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn die Krallen haben, dass die einem quasi, na gut, ich meine, die schlitzen einem wahrscheinlich die Kehle auf, aber doch nicht so gezielt. Das war jetzt schon das 2. Mal direkt in Folge, dass wir daran gestorben sind, an so einem One-Hit. Schauen wir mal in der nächsten Folge, holen wir uns hoffentlich wieder Rüstung. Ich werde das mal so lange rumprobieren, bis wir wieder ein paar Tiere haben, die wir verknusen können und ausweiden und uns daran weiden natürlich auch. Und dann geht es hoffentlich ein bisschen weiter. Ich würde auch gerne noch in die Höhle rein. Ich will noch das Hausboot bauen. Es gibt noch eine Menge, was wir machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.